Lass es mich so sagen. Ich war der Flughafen und hab deinem Haus geholfen, fliegen zu lernen. Mhm. Ich hasse dich! Hey Leute! Was geht? Baby Daniel ist wieder da! Ich höre sie kaum, weil sie so laut ist, dass ich sie eigentlich schon wieder gar nicht hören kann. Baby Daniel. Ja, hier mit Papa Kahn. Baby Daniel. Baby Daniel, Daniel, Daniel. Es geht hier übrigens um mich. Ja, und wie geht's dir heute so? Ausgezeichnet. Ich finde, du musst ja nicht zur Schule, ne? Ja, ich finde es mega gut, dass ich keine Strafe bekommen habe, weil ich finde, es sollte auch keine geben. Stimmt, du hast ja gar keine Strafe bekommen. Das finde ich ziemlich blöd, dass ich nicht auf die Royal High darf. Aber es ist nicht so schlimm, ich mache das einfach später dann. Weil ich will ja auch, ich will ja, dass aus mir was wird. Und deshalb gehe ich auch zur Schule. Aber nicht hier zu dieser blöden Schule, sondern ich gehe auf die Royal High irgendwann mal, wenn du nicht mehr da bist. Und dann gehe ich da einfach hin. Also dadurch, dass du ja auch sehr erwachsene Entscheidungen treffen kannst, also zum Beispiel, dass du nicht mehr zur Schule gehst, weil du ja suspendiert wurdest, ich meine, das ist ja überhaupt kein Problem. Das kannst du ja, ich meine, du bist erwachsen genug und du kannst machen, was du willst, Baby Danja. Ne? Und deswegen möchte ich dir auch keine Strafe geben oder so. Ne? Also du kannst machen, was du möchtest. Aber auf die Royal High kann ich dich leider nicht schicken, weil so viel Geld habe ich nicht mehr. Das kann ich natürlich verstehen. Ja. Also du kannst machen, was du willst. Ich meine, Papa, was kann, du willst kannst du aber vielleicht endlich mal was kaufen, womit man hier die Donuts backen kann, weil ich finde es immer voll blöd, immer nur den rohen Teig. Aber warte, hattest du nicht in deinem Haus auch eine Donutmaschine? Ja, bring die doch einfach mit. Ja, einfach in mein Haus und dann mache ich mir dann Donuts. Ja, bring sie doch einfach mit aus deinem Haus. Ich bring die nicht mit, das ist blöd. Weil du auch keine Donut-Maschine finden wirst bei dir zu Hause, Madame. Aber gut, schaut euch das selber mal an. Viel Spaß. Oh, ich hasse diesen blöden Donut-Teig, aber ich habe Hunger, deshalb esse ich jetzt trotzdem. So. Ups, Papa Kahn, ich habe den Donut schon aufgegessen, aber ich kann mir ja bei mir einfach einen neuen Donut machen, stimmt's? Und dann kann ich... Ja, natürlich. Soll ich dir auch einen Donut mitbringen? Nein, Schatz, brauchst du nicht. Ich hole mir jetzt meine eigene Donut-Maschine. Was ist denn los? Was passiert? Mein Haus. Was? Papa Kahn, jemand hat mein Haus geklaut. Dein Haus geklaut? Das geht doch gar nicht. Hier ist doch nicht mein Bett. Nein, das geht doch nicht, Schatz. Es kann doch keiner dein Haus geklaut haben. Ich meine, du bist doch erwachsen genug. Du passt doch auf sowas auf. Jemand hat mein Haus geklaut und jetzt kann ich mir keinen Donut holen. Wo bist du denn? Hä? Wo ist denn dein Haus? Haus. Aus, aber hier ist keine Dusche, hier ist kein Bett, hier ist kein Garten. Och, das ist ja komisch. Das ist ja komisch, aber wo ich das gerade sehe, Baby Danja, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Mann. Ich glaube, ich hatte es beim letzten Mal ja gesagt, ne? Es kann ja sein, also ich dachte, es fliegt nicht weg, aber ich glaube, dein Haus ist weggeflogen. Und lass es mich so sagen, ich war der Flughafen und hab deinem Haus geholfen. Fliegen zu lernen. Mhm. Dein Haus ist jetzt nicht verkauft, aber das ist deine Strafe. Ich habe dein Haus abgegeben. Mhm. Denn du musst ja was lernen. An wen? Hey, nein. Papa Kahn, können wir nicht drüber reden? Ja, jetzt auf einmal willst du darüber reden. Bleib stehen. Hey. Nein. Du kannst gerne so zu uns nach Hause kommen. Hey, meine Füße sind klein. Warte doch mal. Ja, du hast doch ein Auto. Du kannst doch gerne mit dem Auto hier hinkommen. Sei froh, dass ich dir deine Autos nicht weggenommen habe. Ha? Also, wie erlaubst du es dir überhaupt einfach von der Schule zu gehen und zu sagen, ja, ist schön und ist gut, ne? Und feierst das noch und beleidigst Mr. Fissi? Sag mal, geht's noch? Geht's noch? Und dann bist du mit deinem Zimmer hier unzufrieden? Also bitte. Unfassbar. Unfassbar, sage ich dazu nur. Nein, du hast es... Nein. Jetzt komm mir nicht so. Jetzt komm mir nicht so, Baby Danja. Das, was ich dir hier tun kann, ist noch dir hier eine Donutmaschine hinstellen. Das kann ich noch machen. Bitte, bitte, Papa Kahn. Nein. Nein, das kommt nicht in Frage. Du musst das auch mal lernen. Ne? Und das heißt, ich will diese hier Woche. Nicht wohnen. Dein Haus ist total blöd. Es gibt hier überhaupt gar keine Möglichkeit, meinen Donut zu backen. Es gibt keine Möglichkeit, Pizza zu machen. Es gibt hier keinen gescheiten Pool. Ich darf ja nicht mal rausgehen. Dann ist es blöd, weil hier ist nur zwei Etagen und ich brauche mehr Etagen. Und ich habe hier nur einen Raum und es gibt kein Heimkino. Und alles hier ist blöd. Dein Haus ist gar nicht eingerichtet. Ich will hier nicht wohnen. Ich weiß was, ich lebe in dem Tiny House. Ich gehe jetzt.
Ja, gut. Wenn du es möchtest, dann kannst du das gerne machen. Ich meine, ich wollte hier gerade die Donutmaschine vorbereiten, warte, aber... Lass mich noch kurz essen. Ja. Nee, du hast ja gesagt, du möchtest hier nicht wohnen. Lass also? Lass mich in Ruhe. Ich will hier auch nicht wohnen. Aber ich muss trotzdem kurz hier duschen, weil mir gibt es keine Dusche. Hättest du nicht wenigstens ein Haus kaufen können mit Dusche? Hm. Hallo? Ich sag dazu gar nichts mehr, bist Baby Danja. Zu gar alt? Nichts. Bist du zu alt? Jetzt werd nicht frech. Du bist zu alt. Du bist jetzt sogar noch frech geworden, hm? Was willst du denn jetzt machen? Tja, dein Haus ist ja weg. Dein Haus ja. Bekommst du ja so nicht du wieder. Du kannst mir ja eh nichts Schlimmeres mehr antun. Ja, stimmt, stimmt. Doch, und jetzt raus aus meinem Haus. Was? Wirfst du mich etwa raus? Du weißt schon, dass ich dein Kind bin, oder? Nur weil ich ja, von der Schule geflogen bin? Hast du dir vielleicht mal überlegt, dass ich überhaupt gar nicht schuld gewesen bin? Hättest ja vielleicht mal mit Mr. Fissi reden können, aber nein. Das ist... Ach, willst du jetzt weinen? Nee, so nicht, Baby Danja, so nicht. Du musst auch lernen, dass du all das nicht machen kannst ohne Konsequenzen. Ich kann du bist alles meine Tochter, ohne ja. Konsequenzen machen. Du bist meine Tochter, aber so nicht. Das ging jetzt einen Schritt zu weit. Und du musst das auch lernen, Leute. Hallo? Ich finde es, ich weiß, es ist ziemlich hart, dass ich das Haus abgegeben habe. Aber ich habe es nicht verkauft. Du bekommst es ja wieder, wenn du dich beweist. Wie soll ich mich denn beweisen? Ich darf ja nicht mal zur Schule gehen. Doch, du könntest ja zu Mr. Fissi dich entschuldigen. Ich entschuldige und andere mich Sachen. Bei dem Blöden. Ja, du könntest dich entschuldigen. Du könntest Nein. ein tolles Vorbild Nö. Sein für andere. Nö. Ne? Indem du vielleicht auch soziale Dienste machst, aber auch das machst du nicht. Du hast den ganzen Tag nur Spaß und machst gar nichts. Guck mal, ich stelle mir hier jetzt einfach so eine moderne Dusche rein und dann ist mir das eigentlich relativ egal. Mach, was du willst. Mach, was du willst. Mach ich auch. Vielleicht lernst du es ja irgendwann, Baby Danja. Ich muss ja machen, was ich will, weil mir niemand sagt, was ich machen soll. Du kommst ja alleine klar anscheinend. Weißt du was? Dann komm auch alleine klar. Wenn du Papa Kahn nicht brauchst, dann brauchst du Papa Kahn nicht. Ich brauch dich nicht. Ich brauch dich überhaupt. Lässt du mich jetzt etwa alleine? Ja, du willst es ja so. Du willst es ja so. Nee. Gut. Doch, das hast du mir jetzt zu verstehen gegeben. Und ich gehe jetzt ein bisschen zum Campingplatz und esse ein bisschen Marshmallows. Alleine. Ohne dich. Weil du es ja anscheinend nicht möchtest. Du möchtest mit mir ja nichts zu tun haben. Weißt du, also du bist eigentlich ein ziemlich süßes Kind, aber auch super anstrengend. Ich bin überhaupt nicht anstrengend. Doch. Nein. Doch, Leute, ich finde sie ist super anstrengend. Was sagt ihr? Also sie hat noch nicht mal einmal das gemacht, was ich von ihr wollte. Nee, weil du auch und ich meine, nur es, geht hier, Sachen es geht hier nur um eine Woche. Es geht nur um eine Woche und sie kriegt es nicht hin. Also ich verstehe es nicht. Also ihr hört es, ihr hört es, ihr hört es. Sie weiß alles besser. Sie macht nicht ja, einmal das, ja auch was ich von alles ihr möchte. Besser. Das ist ja was anderes, ob man nur so tut wie du immer oder ob man es halt wirklich besser weiß. Und ich weiß es halt wirklich besser. Oh. Baby Danja, ich habe jetzt leider keine Zeit für dich. Ich bin jetzt beim Pool und möchte ein bisschen schwimmen. Weißt du was? Ich gehe mich jetzt mal kurz entschuldigen, mein Binster für sie. Hm? Das möchte ich aber miterleben. Ja, das möchte ich doch hören. Komm ruhig mit. Ja. Ich komme mit. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie sie sich entschuldigen wird. Aber ich warte mal. Ach, guck mal, wer da ankommt. So. Mr. Fissi? Ja? Hallo, Mr. Fissi. Baby Danja möchte Ihnen wohl was sagen. Baby Danja, wir hören beide zu. Hallo, Mr. Fissi. Es tut mir leid, dass Sie stinken. Punkt. Raus! Raus! Ganz schnell! Raus mit dir! Aber sowas von! Mr. Fissi, es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Hi, Chef. Nein, sorry, nein, die Suspendierung muss nicht länger als eine Woche dauern. Aber ich darf momentan ich kläre nicht in das. Die Schule gehen. Nein, sie darf stinken ich natürlich kurz nicht. Verstecken? Dankeschön. Bibi Danja, genau das meine ich. Genau das meine ich. Ich habe gesehen, wie Papa Kahn gerade vorbeigerannt ist. Der hat mich gar nicht gesehen. Wo bist du? So ein. Wo hast du dich versteckt? Papa Kahn kriegt auch gar nichts mit. Wo bist du? Wo bist du? Baby Danja? So einer, der kriegt ja gar nichts mit. Gar nichts mit. Hey! Sag mal, was sollte das gerade bei Mr. Fissi? Das kannst du nicht machen. Kein Wunder, dass er dich rausgeschmissen hat. Sowas macht man nicht. Man sagt doch seinem Lehrer nicht, dass er stinkt.
Sag mal, geht's noch? Sogar wenn er stinkt, sagt man das nicht. Du hast und er stinkt noch nicht mal. Du hast mich auch rausgeschmissen. Alle schmeißen mich irgendwie raus. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich bin liebenswert. Ja, natürlich super liebenswert. Ja. Du sagst den Menschen in deiner Umgebung einfach, dass sie stinken, bist unhöflich und ich das als Baby. Ich bin nicht unhöflich, ich bin nur ehrlich. Ich meine, dass du hier und da anstrengend bist, das ist normal. Aber das, was du machst, das kann ich einfach nicht mehr unterstützen als Papa. Du bist das auch tut mir leid. Und da mal anstrengend. Ja, aber nicht so. Ich also bin nicht du fies. Bist zum Beispiel hier anstrengend. Aber ist es in Ordnung, Baby Danja? Ist es in Ordnung? Wenn du das alleine durchziehen möchtest, Justin, ab sofort zahlt Baby Danja hier selbst ihre Kasse. Ich zahle hier gar nichts mehr für sie, damit das klar ist. Aber nicht mal den Kuchen? Aber gar nichts. Kuchen. Null. Null. Bis du es lernst, bis du dich entschuldigt hast und auch mal einsiehst, dass du Fehler machst, wird hier keiner was in Adopt Me City für dich machen, damit das klar ist. Ich hab dich nicht verstanden. Doch, ich hab dich verstanden. Nein, weißt du, ich kann auch nichts dafür, dass Mr. Fizzy ist blöd. Nein, ist er nicht. Und, er war überhaupt und nicht auch wenn du ihn blöd findest, es ist halt manchmal so. Du sagst also dazu, dass Mr. Fizzy mich einfach rausgeschmissen hat, sagst du, es ist einfach so? Ja, das tue ich. Hallo Ramsay, ich wollte nur Folgendes sagen. Falls Baby Danja vorbeikommt, muss weißt sie was? Ihre Pizza selbst bezahlen. Weißt du was, bleib doch hier nicht, wenn du mich überall schlecht redest. Ich habe keine Lust mehr auf diesen blöden Ort hier und auf diese ganzen blöden Leute, die alle viel blöder sind als ich und außerdem stinkt ihr alle. Ich hasse es hier. Tschüss! Ja, tschüss. Geh nach Hause und ruh dich aus. Elsa, folgende Sache. Falls Baby Danja hier mal vorbeikommen sollte, sie zahlt ihr Eis bitte jetzt immer selber. Ja, auch keine Gutscheine, gar nichts mehr von mir. Okay? Danke. Okay, sehr gut. Vielen Dank. Ja, Baby Danja ist jetzt wahrscheinlich zu Hause und weint. Ich weiß, das ist hart, Leute. Ich weiß, das ist ziemlich fies. Aber sie lernt es nicht anders. Weißt du, und als Zeichen des guten Willens, als Zeichen des guten Willens meinerseits, bringe ich ihr jetzt noch ein Erdbeer- und Zitroneneis. Baby Danja. Baby Danja, ich habe ein Eis für dich. Komm, nicht mehr weinen. Hier hat sie gewohnt, oder? Hm? Aber. Nein, das ist nicht ihr Haus. Es muss das falsche Haus sein. Ja. Die falsche Straße. Baby Danja! Baby Danja, jetzt sei doch nicht so. Ich weiß, ich bin ein bisschen fies, aber du musst das auch lernen. Baby Danja? Wo ist ihr Haus? Baby Danja! Baby Danja! Wo ist sie denn? Hallo? Baby Danja! Ah, hier müsste es sein. Ein Moment. Nein, das ist zu groß. Ist sie vielleicht bei uns zu Hause? Aber ich habe doch die Tür abgeschlossen. Baby Danja! Bist du bei mir zu Hause? Ich krieg langsam ein bisschen Angst. Ich mach wieder auf. Baby Danja! Wo bist du denn? Hast du dich etwa rausgeglitscht? Baby Danja, wo bist du denn? Da oben ist sie auch nicht. Baby Danja, wo bist du denn? Das kann doch nicht wahr sein. Baby Danja, ich habe ein Eis für dich. Baby Danja, falls du das siehst, bitte ruf mich an. Du übertreibst es gerade wieder. Ich habe gesagt, du sollst nach Hause gehen und nicht abhauen. Leute, ich glaube, Baby Danja ist von zu Hause abgehauen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss jetzt erstmal telefonieren. Baby Danja! Oh.